Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters für den PC. Im letzten Part sind wir hier am Feuertempel angekommen und dort in diese blöde Falle reingetappt. Und jetzt wollen wir hier doch mal richtig rein. Und uns hier ein bisschen umsehen. Sandteufel. Na super. Garcia! Kommandant Corrientes! Oder sollte ich sagen, Kapitän Garcia? Du bist ja doch nicht ganz so blöd, wie du aussiehst. Ich gebe zu, ich habe eine Zeit lang gebraucht. Mach dir nichts draus. Du bist nicht der Erste, der dem großen Kapitän Garcia auf dem Land gegangen ist. Ja, du mich auch. Was hast du jetzt vor? Bringen wir es zu Ende. Wozu die Eile? Ich weiß was Besseres. Wir öffnen die Schatzkammer gemeinsam. Die Schätze für mich, die Knochenhand für dich. Und Mara geht leer aus. Was denkst du? Ob Mara damit so zufrieden ist? Wenn sie das mitbekommt? Ich weiß ja nicht. Gieriger Narr, versuchst du mich zu betrügen? Ich wollte dem Kerl eine Falle stellen. Stahlbart zu töten war ein Vergnügen. Den Erben überlasse ich dir. Töte ihn jetzt! Tja, ich tue das nicht gern, aber... Jetzt heißt es wohl du oder ich. Und ich sage, ich. Dich greife ich mir! Ja, und natürlich nerven hier die Sandteufel noch währenddessen, ne? Sodass ich mich auch gar nicht großartig erstmal auf ihn konzentrieren kann. Ja, komm. Aber zum Glück greift er mich auch nicht wirklich an. Während ich mich hier um die Sandteufel kümmere. Von daher ist das voll in Ordnung. Du hast deinen Meister gefunden. What? What? Das ging schnell. Das ging verdammt schnell. Holy shit. Okay, dafür können wir jetzt das gesamte Gespräch mal überspringen. Okay, also er macht ordentlich Schaden mit seiner Schusswaffe. Das darf ich nicht vergessen. Gut zu wissen. So, komm. Das Ding können wir überspringen. Ja, bla bla. Dann wollen wir die Sequenz hier überspringen. Dich greife ich mir! So. Na, natürlich. Natürlich nervt mich jetzt die Sandteufel auch noch. So. Ich wollte euch ja gar nicht besiegen, hä? Ich wollte mich eigentlich nur um Gast hier kümmern. Aber ihr habt mich ja nicht gelassen. Aua. Wow. Das ist halt echt krass, was der hier an Schaden drückt, der Typ. Aua. Sag mal, was hast du da für eine Waffe, ey? Hör mir mal auf hier. Das ist doch nicht mehr normal. Natürlich. Mal schön in den Rücken schießen. Feige Sau. Na komm schon. Du Sackgesicht hier. So. Schusswaffen benutzen kann ich nämlich auch. Und zwar mindestens so gut wie du. So.
Erledigt. Ich habe zwar meinen gesamten Rum weggesoffen dafür, aber das war's mir wert. So. Requiescat in pace. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Aber ich. Okay. So. Ah. Natürlich die legendäre Schusswaffe von ihm. Okay. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Nicht wahr? So, ich muss nur wieder irgendwie an Rum kommen. Den habe ich irgendwie komplett weggesoffen. Naja, passiert. Kann schon mal vorkommen. Zumindest sind wir mit der Mission jetzt durch. Ist doch immerhin schon mal etwas. Und wir haben... das war... Stimmt, natürlich. Das Silbereisen ist, wenn, dann natürlich direkt eine Pistole. Nice. Nice, die macht ordentlich Schaden. Schön, schön. Schön, schön. Warum also nicht, ne? Warum also nicht? So. Gut, gucken wir doch mal kurz ins Logbuch. Da ist noch irgendwo ein Schatz. Das zweite Ich, genau, der Typ ist auch auf der Insel der Diebe. Garcias Schiff noch finden. Stimmt, das ist noch... Das ist noch ein Punkt, um den ich mich noch nicht gekümmert habe. Okay. War ich ja an der Kiste schon dran? Ja. Gut. War ja nur noch mal zur Sicherheit. Mensch. Aber Garcia war ein guter Kämpfer. Er hat ordentlich Schaden reingehauen. Ja, da fällt mir gerade ein. Moment, Moment. Gut, das ist schwarze Magie. Das ist ebenfalls schwarze Magie. Aber hier das Prunkschwert. Ja. Baby. Baby. Wobei, das ist eine Stichwaffe. Und mit Stichwaffen kenne ich mich nicht ganz so gut aus, ne? Nee. Weil Hiebwaffen habe ich schon dazu geskillt. Stichwaffen noch nicht. Aber... Das Ding hat auch nur mehr Maximalschaden. Der Minimalschaden ist wieder niedriger. Ist alles schwierig. Ist alles schwierig hier. Ach, egal. Bleiben wir beim jetzigen Schwert. Wird schon hinhauen. Hoffe ich. So, na denn. Hier mal wieder zurück durch die Feuerwand. Na? Ach ja, genau. Hier nach oben. Stimmt ja, der Weg war ja doch ein bisschen was weiter, den ich allein zurückgehen muss, zurücklegen musste. Aber da sind wir wieder. So, nochmal das Blut der Ahnen trinken. Und durch hier. Ich bin dabei. Sehr schön. Na, Chani. Was? Ich habe noch Grog übrig, ehrlich? Wieder Grog? Ich habe einen Grog. Cool. Wusste ich gar nicht mehr. Naja. So, sehr schön. Dann hätten wir das. Und an sich mit
Das hier ist unser Schiff. Genau. Das heißt, Garcias Schiff muss irgendwo da sein. Vermutlich. Und da will ich ja jetzt nochmal hin. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. So, aber erstmal öffnen wir mal hier die Truhe. Wollen wir doch mal sehen. Nee. Ah ja, so. Ach, komm schon. Die, der, die beiden. So, geht doch. Boah, immerhin. Immerhin ein bisschen was. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Ja, Bones, ich hab's verstanden. Dieser Quatschkopf, ey. Immer nur am Quatschen. Naja. So. Dann wollen wir hier einmal durch. Und uns dann hier so ein bisschen hier lang halten. Verdammt, wo waren der. Was war jetzt der Hotkey nochmal für den Kompass? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ah, da haben wir ihn ja. B war's. Okay. Oder? Ja. B schaltet das. Das hat durch. Okay. So, genau. Hier wollen wir lang. Die Blutwurzel nehmen wir noch mit, die ich hier oben gerade sehe. So, müssen wir nicht. Ah, wir müssen hier lang. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir auch direkt hier lang, ne? Und schauen dann mal weiter. So, der Truthahn darf leben bleiben. Darf leben bleiben. Darf am Leben bleiben. So. Richtiges Deutsch, bitte. Also so einigermaßen zumindest. Hm. Hey, wer bist du denn? Hat man mit dir schon mal gequatscht? Ich glaube nicht. Was machst du denn hier alleine? Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Also bin ich in den Dschungel und hab mich versteckt. Na, verstehe. Du bist ein Feigling. Das ist nicht wahr! Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Tja. Corrientes ist tot. Garcia hat ihn und den Rest der Expedition getötet. Oh nein, ich hab's befürchtet. Du solltest zurück ins Basislager gehen. Das werde ich. Danke für die Nachricht. Jo, aber sag mal. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Das stimmt wohl. Okay. Zumindest haben wir Angus gefunden. Das ist doch was Schönes. Und ihm berichtet. So. Ha, ich komme. Ja, natürlich schießen wir daneben. Naja, unser Schusswaffenskill ist auch nicht der beste. Muss ich dazu sagen. Von daher alles gut. So, na denn. Kommt mal her, ihr blöden Feuervögel. So. Und natürlich hat der starke Schlag nicht getroffen. Warum auch? Wäre ja nur praktisch gewesen. Und so. Naja. Gut. Das haben wir. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Wie auch immer das Zeug heißt. Schädelblüte, genau. Noch eine Schädelblüte. So. Das haben wir hier in der Truhe. Wenigstens nicht verschlossen. Okay, ja, wenigstens ein Rum. Hey, haben wir wieder mal einen, den ich mir direkt mal in die Quickbar legen kann. Schönes Ding. Schön, schön.
Und da haben wir auch schon Garcias Schiff. Zurück mit dir. Sieht man doch schon direkt. Ach, kommt schon, ihr blöden Vögel. So. Okay. Auch meins. Dann hier die Makibeere ist noch meine. Die habe ich noch gesehen gehabt. So. Zack. Dankeschön. Klettern wir hier mal hoch. Mal gucken, was wir da so finden. Während wir klettern, essen wir ein bisschen was, weil das macht man ja immer so. Während des Kletterns essen. Schmeckt gleich viel besser. So. Na denn. Und hepp. Und hepp. Was haben wir denn hier? Ein Goldbeutel. 50 Gold. Ach, toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Naja. Okay, meinetwegen. So, langsam hier runter. Ich will hier nicht versehentlich in den Tod stürzen. So. Ich bin an solchen Steinen schon mehrfach in den Tod gestürzt. Von daher, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht nochmal. So. Das noch mitgenommen. Und dann wollen wir doch einmal zu Garcias Schiff rüber schippern. Den Fisch nehmen wir noch mit. Mensch, so viele Fischis. Und ich habe nichts, um die zu fangen. Naja. Passiert. Ist das eine Makibeere? Das ist eine Makibeere. Makibeeren sind gut. So, genauso sind Schädelblüten gut. Glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was sie, wofür ich die genau brauche. Aber wir nehmen sie einfach mal mit. So. Genauso wie wir die zwei Gaggernüsse mitnehmen. Aha. Hier ist die Piratenflagge. So, so, nee. So, so, und durch da. Okay. Bisschen Gold. Ist nichts großartig Interessantes, sage ich mal. Die Flaschenpost. Wo waren die denn immer? Da ist sie. Eine Schatzkarte. Aha. Na, meinetwegen. Ups. Bisschen zu weit rausgerannt. Naja. Gilt das nicht? Hm. Ja, da haben wir es doch schon. Reicht ihm aber scheinbar nicht. Schauen wir doch mal, wo wir hier mit dem Ruderboot so hin können. Ah, zum Schiff rudern. Okay. Jetzt kriegst du aufs Maul. Ja, ja, würde ich auch behaupten wollen. Ja, ja. Kommt. Ach, kommt schon. So. Haben wir den schon mal erledigt? Und dann ist der weg. Und dann haben wir jetzt sowieso leichtes Spiel, weil Chani mit uns mitkämpft. So, erstmal hier ein bisschen plündern. Erstmal alles ein bisschen ausplündern hier. So, wo ist der letzte? Einer fehlt doch noch. Hier schon mal nicht. Okay. Hier oben am Steuer vielleicht.
Jo, da haben wir ihn. Du bist so gut wie tot. Ja, ja. Würde ich jetzt auch behaupten. So. Ja, komm. Shani, heil mich mal bitte. Dankeschön. So. Das Schiff ist gekapert. Meins. Mit anderen Worten. So, dann mal ein bisschen umsehen, ob wir hier noch was Interessantes finden. Mal sehen. Aha. Nichts Interessantes. Ah, hier. Beim letzten Landgang auf Antigua habe ich hinter dem großen Wasserfall im Felsen eine Höhle entdeckt. Am Ende der Höhle habe ich meinen Schatz vergraben. Der Eingang kann nur durch das Losungswort Garcia ist der Größte geöffnet werden. Der Kerl hat echt einen an der Waffe. Immerhin hat er den Grabungsort aufgezeichnet. Das schreibe ich mir besser mal auf. Auf der letzten Seite steht noch etwas über die Crew. Ah, sehr schön. Der schwarze Hund hat sie alle gegen mich aufgehetzt. Eine Meuterei ist kaum noch zu verhindern. Trotz allem werde ich mich nicht davon abhalten lassen, den Tempel des Feuers zu finden. Die werden mich kennenlernen. Okay. Meinetwegen, ne? Kann man mal machen, aber das meiste davon wussten wir schon. Wobei, die Meuterei ist tatsächlich eine neue Info. Aber jetzt auch nichts so extrem Besonderes in meinen Augen. Jo, so ein Riesenschinken ist einmal Proviant. Hm, ist klar. Na, den Schädel nehmen wir noch mit. Was haben wir hier unten noch so? Ein paar Kugeln. Warum nicht? Ein paar Ratten, die wir auf die Schnelle erledigen können. So. Bisschen Gold. Ja, nehmen wir auch mit. Aber tatsächlich nichts großartig Interessantes. Schade. Naja. Was soll's. Was soll's. Auf jeden Fall ist das Schiff leergeräumt und gekapert. Gehört jetzt also quasi uns. Schön. Ah, hier oben ist noch irgendwas. Das will ich mir doch auch noch ansehen. Auch ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt, für eine so eine dumme Pflanze. Für so eine dumme Blume sind wir hier hochgeklettert. Hm, toll. Mensch, naja. Okay, meinetwegen. Dann geht's jetzt aber wieder ab. In Richtung Zivilisation. Krodobar hier hinten. Okay. Ja, ne? Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wo genau das sein soll. Moment. Oh, da hinten ist noch ein Schatz. Okay, nee, wir kehren nicht zum Schiff zurück. Nicht, solange hier noch ein Schatz ist, den ich noch nicht geborgen habe. Hab ich das doch tatsächlich verpennt, Mensch. Passiert. Passiert alles mal. Denn stimmt, so weit hier hinten war ich nicht. Und hier sehen wir auch das X auf dem Boden. Ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Wahrscheinlich wäre es im Dunkel besser zu sehen gewesen. Naja. So, gib mal her den Schatz hier. Gut. Haben wir den jetzt also auch wieder. Haben wir da jetzt auch wieder mal was geborgen? Ja, ja. Gutes Geld, gutes Geld. Okay, und hier in der Pantherhöhle, das war doch sicherlich, genau, die Höhle da, wo wir eben den komischen Panther besiegt hatten. Ach komm, das machen wir die Folge noch.
Da rennen wir in der Folge noch hin. Dann kann ich zwischen den Folgen über die Schnellreise wieder zum Dorf der Marakai. Ich werde vermutlich dorthin gehen. Mal gucken. Und mich dort dann nochmal ein bisschen weiter umsehen. Ob da noch irgendwo was ist. Ah, hier können wir auch noch hochklettern. Wow. So viel Kletterzeug. Naja, ist mir jetzt aber gerade erstmal tatsächlich so ein bisschen egal. Und die Pflanze hier will ich aber mitnehmen. Die Schädelblüte. So. Ja, die Gaganuss nehmen wir auch noch mit. Ich benutze zwar nie, aber wer weiß. Vielleicht mal zum Verkaufen, auch wenn sie nicht so viel Geld bringt. So. Und dann war das hier, ne? Hier lang? Nee. Hier? Hier hoch, oder was? Anscheinend. Okay. Erstmal sind hier ein paar Blaukrallen. Die müssen natürlich noch erledigt werden. Aua. Mistviecher. So, alles mal looten. So, also entweder ist es hier oben. Oder hier unten ist halt... Ach ja, nee, Moment. Es hieß ja Höhle, ne? Dann wird von der anderen Seite hier eine Höhle sein. Über die wir dann auch quasi hier zu dem Punkt kommen, nur halt unterirdisch. So wird das wahrscheinlich sein. Okay, so, so, so und so. Meinetwegen. 11 Gold und Fackeln. Wow. Wow, das war ja ganz tolle Beute. Ich bin erschüttert, erstaunt und überhaupt. Naja. So, die Frage ist jetzt, wo geht's denn hier oben lang? Sieht alles so interessant aus hier. Da ist eine Truhe. Die nehmen wir mit. So. Okay. Was ist das für Zeug? Naja. Wie auch immer. Ein Ring des Jägers. Okay. Kann man mal machen. Ja. So, aber hier ist sonst nichts weiter. Okay. Ab zurück. So. Ich will diesen blöden Schatz finden, ne? Aber wie gesagt, ich vermute, dass ich jetzt auf dieser Seite hier noch runter kann. Nee, kann ich nicht. Scheinbar nicht. Also zumindest nicht, ohne dabei zu sterben. Na gut. Na gut, dann muss ich mir wahrscheinlich einen anderen Weg suchen, da runter zu kommen. Ach ja, klar. Von hier aus dann da lang. Ja, dann reisen wir mal zum Dorf der Marakai. Und gehen schon mal ein wenig runter. Denn ich habe keinen Bock, hier Bones weiter zuhören zu müssen. So. Dann war es das für diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.